Gummienten, die Gewürze enthalten, ein Siebnetz, ein Bananenkissen und ein Lolli statt ein Löffel. Seht in unserem neuen Video coole Ideen für alltägliche Sachen an. Was macht denn Red Hat da? Sie benutzt eine Spritze und keinen Spritzbeutel. Befüllt eine große Spritze mit Zuckerguss und zeichnet etwas auf dem Keks. Wow, Samantha möchte die neue Teigkunsttechnik auch ausprobieren. Das macht echt Spaß. Ein paar Minuten und dein leckerer Keks ist fertig. Blumen in einer normalen Vase sind so langweilig. In unserem Zuhause soll es schön ausgefallen aussehen. Deswegen hat Rosi eine außergewöhnliche Vase. Macht drei runde Löcher in einem großen Puppenkopf. Besprüht den Kopf Silber. Stellt eine Flasche mit Wasser hinein. Und legt die Blumen wie eine Vase in den Kopf. Ein Blumenstrauß sieht in dieser Vase viel besser aus. Und meine Kreativität beginnt zu blühen. Rosi will etwas kochen. Oh Hilfe, Mehl greift mich an. Ich glaube nicht, dass das Rezept sagt, Mehl mit Rosi mischen. Sie muss es abwischen. Red Hat hat noch nie solche Probleme, weil sie für offene Mehlpackungen immer Ziplocs verwendet. Schneidet den biegsamen Teil von einem Strohhalm ab und schneidet den Strohhalm der Länge nach durch. Verschließt ein offenes Paket damit wie ein Ziplock-Beutel. Mehl greift jetzt niemanden mehr an. Die Strohhalmsperre verpackt es sicher. Es regnet? Keine Bange. Rosi hat ein Regenzelt. Bohrt Löcher in einem offenen Regenschirm mit einer Heißklebepistole. Steckt Plastikhaken ein. Messt dann den Abstand zwischen den Haken. Und macht die gleichen Löcher auf der durchsichtigen Plastikfolie. Setzt die Folie auf die Haken. Wenn der Regenschirm geschlossen ist, versteckt sich die Folie im Inneren. So kann ruhig der Regen kommen. Mit diesem Regenschirm bleibt sie im Regen trocken. Red Hat macht Frühstück. Die Eier sind fertig. Lass uns jetzt Gemüse kochen. Nach was sucht sie? Nach Gummienten? Will sie in diesem Topf baden? Nein, schaut selbst. Markiert Punkte auf Gummienten und bohrt mit einem Modelliermesser Löcher. Befüllt die Enden mit Salz und Pfeffer und benutzt eine Spritze. Deckt das Loch dann mit Ton ab. Schreibt mit einem Marker ein S und ein P darauf. Darf ich euch meine Enten vorstellen? Salz und Pfeffer. Und sie sind wahre Experten. Um kleines Gemüse zu kochen, verwendet Red Hat Topflappen. Bohrt den Silikon-Topflappen Löcher. Und legt das Gemüse ein. Hängt die Topflappen an den Topf. Das ist echt hilfreich. Es sieht aus wie Erbsen in einem Whirlpool. Sie kochen darin genauso gut. Frühstück ist fertig. Fehlt eurem Gericht etwas Geschmack? Verwendet etwas Ketchup-Spray. Übertragt Ketchup in eine Sprühflasche. Das Spiegelei bekommt eine Ketchup-Dusche. So einfach und leicht. Rosi kommt sofort an, wenn sie Essen riecht. Sie wird diesem Ei einige spezielle Gewürze hinzufügen. Befüllt eine Spritze mit Senf und gießt es in eine Wasserpistole. Das Kaugel schießt mit Senf wie ein Profi. Hier bitte, so schmeckt es doch besser, oder? Rosi benutzt eine Wimpernzange. Aber es sieht so aus, als wollte sie ihre Zunge aufrollen. Entfernt den Gummi von einer Wimpernzange. Schneidet es so, um Borsten zu erhalten und steckt es zurück. Beschichtet den Griff mit weißem Kleber und bestreut es mit Glitzer. Fixiert es mit klarem Nagellack. Rosi reinigt ihre Zunge schnell und einfach mit einer handlichen Do-it-yourself-Bürste. Nur noch waschen und bis zum nächsten Mal einfach in den Spiegelschrank legen. Red Hats Nacken tut weh. Sie braucht zuverlässige Unterstützung. Ein süßes Bananenkissen hilft. Schneidet ein Schwimmring auf. Klebt die Schnitte zu. Und pustet es auf. Markiert das Stück auf gelbem Stoff
und schneidet das gewünschte Stück aus. Näht jetzt ein bananenförmiges Kissen und fügt Details mit Stofffarbe hinzu. Mit diesem Kissen könnt ihr an den unbequemsten Stellen schlafen. Vertraut dieser Banane! Normale Filzstifte sind nichts für Rosi. Sie braucht etwas Kreatives. Also macht sie aus einer Spritze einen Marker. Nehmt einen Filzstift auseinander. Schneidet dann die Nadel von einer Spitze ab. Und schneidet auch die Nadelkappe ab. Bedeckt den Schnitt mit Heißkleber. Steckt die Filzstiftspitze dann in die Nadel ein. Und auch den Filz. Schließt nur noch die Kappe und setzt den Kolben ein. Meine Freundin hat ja seltsame Schulsachen. Versuchen wir damit zu zeichnen. Es ist echt einfach. Sogar eine Spritze kann lernen zu zeichnen. Kein Platz für Spaghetti? Benutzt eine Wasserflasche. Befüllt Spaghetti in eine Plastikflasche. Samantha hat eine geniale Lösung. Jetzt brechen die Nudeln nicht mehr. Die Mädchen schauen sich den traurigsten Film im Universum an. Titanic. Ein Meer von Tränen ist garantiert. Gott sei Dank hat Red Ted einen kreativen Tuchhalter dabei. Schneidet ein CD-Boxdeckel auf. Und macht einen langen Schnitt. Deckt die scharfen Kanten mit geschnittenen Strohhalmen ab. Und bemalt die Box mit Acrylfarben. Legt eine Toilettenpapierrolle hinein und macht den Deckel zu. Rosi sieht den bunten Halter. Genial! Zumindest gibt es den Halter, der sich um unsere Tränen kümmert. Von einem lauten Türknall kann man sich so schnell erschrecken. Rosi ärgert sich, also rächt sie sich mit ihrem Stofftier. Legt Steine in ein altes Stofftier mit einer Reißverschlusstasche. Rosi zieht sehr genau. Dieses Stofftier ist ein toller Türstopper. Red Ted telefoniert so viel, dass sie jede Stunde aufladen muss. Zum Glück ist ein Flamingo-Ladegerät immer an ihrer Seite. Versteckt den Netzstecker vom Ladegerät in einem Flamingo-Spielzeug. Das Ladegerät sieht mit diesem niedlichen Vogel viel besser aus. Es gibt eine langweilige Show im Fernsehen und die Fernbedienung fehlt wieder. Und ich bin zu faul, um aufzustehen. Aber Rosi taucht mit einem Kissen auf. Vernäht die Kissenecken, um Ohren zu erhalten. Vernäht die Ärmel aus einem alten Pullover und befüllt sie mit Watte. Schneidet jetzt Bärenpfoten aus braunem Filz aus und befestigt sie an den Ärmeln. Fügt noch Filzkrallen hinzu und näht mehrere elastische Bänder an das Kissen. Näht die Pfoten an beiden Seiten des Kissens und bringt das Gesicht an. Rosi bringt ihren Lieblingsbären. Er hat alles, was man braucht. Eine Fernbedienung, Leckereien und warme Bärenumarmungen. Fernzusehen mit diesen Bären ist viel gemütlicher. Rosi spart Platz im Badezimmer. Sie hat Zahnpasta und die Zahnbürste kombiniert. Schneidet ein Teil von einem Zahnbürstengriff ab und klebt die Bürste auf einer Zahnpastakappe. So ist immer alles in der Nähe. Und ihr müsst nicht nach einem Zahnputzbecher suchen. Die Mädchen trinken Tee und essen was Süßes. Aber Samantha benutzt ein Lolli und keinen Löffel. Mischt Tee mit einem Lutscher. So braucht ihr nämlich keinen Zucker. Samantha zeigt einen neuen Hack. Ein Lolli ist ein Löffel und Süßstoff zugleich. Der Tee schmeckt so viel besser. Die Mädchen ziehen ihre Schuhe aus und lassen sie in der Nähe der Tür liegen. Die Schuhe werden sich so stapeln. Aber Rosi löst dieses Problem. Färbt Ablagefächer mit Sprühfarbe. Legt dann Hausschuhe und flache Schuhe hinein. Dieser Do-It-Yourself-Halter kann die Schuhe in Ordnung halten. Red Ted wärmt sich auf und ein weicher Donut rollt gerade noch rechtzeitig ein. Wickelt dein Schwimmring mit einem Seil um und zieht das Seil durch die Schlaufen. Deckt die gesamte Fläche ab. Beschichtet die oberen Seilteile mit weißer Acrylfarbe und bringt Schaumgummiherzen an. Red Ted setzt sich auf ihren neuen Donut. Das ist ein echter Traum. Kann man da abbeißen?
Rosi will Brokkoli kochen, aber sie hat kein Sieb. Lasst uns ein Netzbeutel verwenden. Leg Brokkoli in einen sauberen Netzbeutel und koch darin das Gemüse. Das Kochen von Gemüse in einem Netzbeutel ist ein genialer Hack und sehr bequem. Ein Kleiderbügel mit einer Tafel eignet sich hervorragend für vergessliche Menschen. Zeichnet einen fünfeckförmigen Stierkopf auf die Rückseite von einem Bilderrahmen. Schneidet es mit einer Laubsäge ab. Und beschichtet es mit einer Tafelfarbe. Schneidet zwei hölzerne Kleiderbügel zurecht und klebt sie in Hornform auf. Legt die Mützen und Schlüssel auf die Hörner des Stiers und schaut auf die Tafel, was ihr braucht. So vergesst ihr bestimmt nichts mehr. Rosis Schulbecher ist viel zu pink. Machen wir daraus einen besonderen Becher. Klebt die Knöpfe von einer alten Tastatur auf einen Schulbecher. Das passiert, wenn eine Tastatur einen Schulbecher umarmt. Der Becher sieht sehr edel aus. Rosi ärgert Samantha mit ihrem Stift, aber Samantha radiert es weg. Und wenn Rosi den Radiergummi wegnimmt, mach nur, ich habe auch dafür was. Ich radiere es mit meiner Schuhbürste weg. Wow, eine Wildlederbürste eignet sich sowohl für Schuhe als auch für Notizbücher. Wie fandet ihr unsere nützlichen und seltsamen Lifehacks? Schreibt uns, welchen ihr verwenden werdet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.